Wir hätten diesen Janitschek gleich verhaften sollen. Damit wir nach einem halben Tag wieder freilassen, oder was? Im Hotel hat niemand eine verdächtige Person bemerkt. Und wir wissen nur, dass er eine Pistole benutzt und die Patronenhülsen wieder mitgenommen hat. Der wird doch nicht so deppert sein, um die daheim haben. Der hat die sicher irgendwo in der Donau deponiert. Na, na, gegen den haben wir nichts in der Hand. Außer es erkennt ihn diese Telefonistin an der Stimme wieder. Höllerer hier. Der Janitschek fährt.